Das Warn- und Sensorboard WSB2 ist ein Kommunikations- und Versorgungsboard für Sensoren zur Messung und Warnung vor Gasen im Standalone-Betrieb. Es umfasst zwei digitale und/oder einen analogen Sensor. Das WSB überwacht Messwerte auf bis zu 4 Alarmschwellen und aktiviert bei Überschreiten 2 Alarmrelais. Eine werkseitige Parametrierung und Konfiguration ist möglich. Ein WSB2 enthält zusätzlich immer einen Beipack mit Montagezubehör, eine Gebrauchsanweisung und ein Kalibrierprotokoll. Zuerst müssen die Schrauben des Deckels entfernt werden. Ein detailliertes Anschlussschema befindet sich im Deckel. Spannung bei X4 anschließen. Wenn die LED auf der Platine gelb leuchtet, befindet sich der Sensor in Anwärmzeit. Nach der abgeschlossenen Anwärmzeit leuchtet die grüne LED und der WAO. Das WSB hat mehrere Schnittstellen. Für die Spannungsversorgung 2 Relais, welche frei wählbar sind. Eine Schnittstelle für die Modbus-Kommunikation, X4.3 und X4.4. Und für den 4 bis 20 mA Kreislauf. Schnittstellen für die digitalen Sensoren und einen analogen Sensor. Eine Schnittstelle für die Warneinheit WAO. Die rote Schutzkappe abnehmen, damit der Gasdetektor WSB2 funktionsfähig und einsatzbereit ist.